In Russland sind derzeit mehrere Gebiete von massiven Überschwemmungen betroffen. Auslöser waren den russischen Behörden zufolge sintflutartige Regenfälle, zusätzlich zu großen Wassermassen durch die Schneeschmelze. Bis Montag wurden bereits mehr als 10.000 Wohnhäuser in den Regionen Ural und Sibirien überflutet und 6.500 Menschen wurden in Sicherheit gebracht. Besonders betroffen ist die Region rund um die Stadt Orsk. Hier stieg der Pegelstand bis Dienstagmorgen auf 8,97 Meter. Schon am Montag war der höchste Wert seit mehr als 80 Jahren erreicht worden. Allein in dieser Stadt wurden nach Angaben der russischen Nachrichtenagentur TASS rund 2.500 Menschen evakuiert, fast 7.000 Gebäude sind überflutet. Die Regierung in Moskau hatte bereits am Sonntag den Katastrophenfall in der Region Orenburg ausgerufen, nachdem am Freitag ein Staudamm gebrochen war. Doch nicht alle Anwohner wollen ihr Zuhause verlassen. Wir verlassen unsere Häuser wegen der Plünderer nicht. Wir bleiben bis zum Ende. Sie sagen, wir sollen uns evakuieren, aber währenddessen werden wir ausgeraubt. Am Montag hatten sich mehrere hundert Menschen vor dem Rathaus versammelt. Schanderufe waren dabei zu hören. Die Demonstranten zeigten sich wütend über den Bruch des Staudamms, der die Stadt eigentlich schützen sollte, und forderten mehr finanzielle Hilfen. Andere riefen lautstark nach Hilfe von Putin. Der Leiter des Ministeriums für Katastrophenschutz besuchte am Dienstag die betroffenen Gebiete und machte sich aus der Luft ein Bild von der Lage. Wladimir Putin selbst plane aber keinen Besuch der betroffenen Gebiete, teilte der Kreml am Dienstag mit. Eine Entspannung der Lage wird frühestens in einigen Tagen erwartet. Der Pegel in Orsk soll wohl erst am Mittwoch seinen Höhepunkt erreichen.